Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und ihr seid bei meinem Let's Play für Old World. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Gesamtsituation eingehen. In der letzten Folge hatte ich mich ja so ein bisschen beschwert oder mir ist die Erkenntnis gekommen, dass wir das Spiel nicht mehr gewinnen werden. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir haben jetzt 23 Siegpunkte, Karthago hat 31. 71 werden benötigt. Das ist natürlich noch eine Weile hin, aber trotzdem fehlt mir aktuell der Glaube. Das kann sich vielleicht ändern noch irgendwann mal, aber aktuell fehlt mir der Glaube. Und an dieser Stelle, ich habe die Aufnahmesession mit einem Rückblick auf die Gesamtsituation beendet, angefangen in Folge 19. Und jetzt ist das Ende meiner Aufnahmesession an Folgen. Und fange jetzt auch nochmal mit dem Rückblick auf die Gesamtsituation an. Und an dieser Stelle hätte ich, wenn ich jetzt alleine für mich spielen würde, hätte ich an dieser Stelle gesagt, okay, ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich würde den Beginn der Kampagne mit Rom ganz anders spielen mittlerweile, das weiß ich. Nämlich mit den Barbaren und den Galliern bin ich darauf eingegangen. Und mittlerweile habe ich auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl für den Krieg bekommen. Und was man machen muss, was man beachten muss, auch im Hinblick darauf gegen einen stärkeren Gegner. Und in einem Einzelspieler, wenn ich jetzt für mich alleine spielen würde, würde ich sagen, okay, ich habe genug gelernt, ich fange einen neuen Durchlauf an. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Ist ja jetzt so mein erstes YouTube-Projekt. Ich werde es weiterspielen, auf jeden Fall. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Zum Krieg in Griechenland. Es ist ein Stalemate irgendwo. Keiner kann hier entscheidend den anderen irgendwas durchsetzen. Ich komme nicht wirklich dazu, irgendeine Stadt erfolgreich zu belagern, weil es Griechenland laufend gelingt, neue Einheiten ranzuführen. Es auch laufend gelingt, ihm auch meine Einheiten zu töten. Meine Einheiten tröpfeln hier so nach und nach rein, weil wir ein absolutes Problem mit den Befehlspunkten haben. Mittlerweile sind hier auch 4 griechische Schiffe aufgetaucht, die jetzt schon 2 meiner Schiffe getötet haben. Ja. Das Logische, was man jetzt tun müsste, ist tatsächlich ein erneuter Waffenstillstand. Meine Güte. Ich habe 5 Folgen aufgenommen oder 6. Das macht sich bemerkbar. Die Frage ist, was würden wir tun, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand machen? Ich wüsste schon, was man tun kann. Nämlich tatsächlich dann mal unsere Befehlspunkte, die wir aktuell immer in Bewegung von unseren Einheiten stecken, in den Ausbau unserer Städte stecken. Wir kommen aktuell fast gar nicht dazu, mit dem Arbeitern irgendwas zu machen. Die letzten 2 oder 3 Folgen haben wir wirklich gar nichts mehr gemacht mit den Arbeitern. Wir kommen ja nicht mal dazu, die Militäreinheiten, die wir produzieren, an die Front zu schicken. Zumindest mal nicht massiert, immer nur einzeln. Das ist ein Problem an sich. Und was wir jetzt auf jeden Fall auch machen müssen, ist uns um dieses gallische Dorf zu kümmern. Denn anscheinend hat hier irgendein Kampf hat hier stattgefunden. Ich vermute mal, dass karthagische Einheiten von hinten gekommen sind. Auch wenn nichts zu sehen ist. Und wir müssen uns das auf jeden Fall aber sichern. Von daher werde ich jetzt tatsächlich mal versuchen, Griechenland im Waffenstillstand vorzuschlagen. Das wird erst nächste Runde darauf reagieren. Er hat uns ja selber schon mal versucht, einen Waffenstillstand vorzuschlagen. Und er hat immer noch seine Macht ist immer noch schwächer. Ja. Waffenstillstand. Okay. So,
Wir haben ja schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Waffenschlüssel gemacht, den wir selber vorgeschlagen haben. Da habe ich die falsche Option ausgewählt und habe dann Karthago angeboten, einen Waffenstillstand mit Tribut angeboten. Und der Tribut war dann in Form von 12 Befehlen pro Runde, was dann unannehmbar war. Ja, das habe ich aber erst danach gesehen. Das ist die erste Option hier, das habe ich nämlich schon gelernt. Die zweite Option ist einfach Waffenstillstand und kein Tribut für irgendwas. Und ich finde das etwas merkwürdig, dass ich nicht sehe, wie viel Tribut das jeweils ist. Also was uns angeboten wurde von Ihnen, war ja auch tatsächlich ein Waffenstillstand mit Tribut. Und ich versuche das jetzt einfach mal. Mal gucken, was er sagt. So, jetzt hier hinten die Gallia. Können wir hier diese Einheit töten? Der macht 5 Schaden. Der auch 5. Nein, leider nicht. Aber wir müssen dahin. Kann der hier vielleicht irgendwas Besonderes befehlen? Das kann ja eine Stratege. Ja, ich habe eben an eine Fähigkeit gedacht, wo Einheiten noch ein zweites Mal angreifen können. Aber das können Helden, wenn ich mich richtig erinnere. Die können so eine Offensive befehlen und dann kann eine Einheit 2-mal pro Runde angreifen. Aber das können wir dann halt als Strategie leider nicht. Na gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier... und jetzt sehen wir hier die... der Karthager. Ich glaube, ich mache die Angriffe rückgängig. Lass ihn nochmal heilen. Ich befürchte nämlich, mein Angriff eben hätte jetzt Karthago es einfacher gemacht, hier das Feld zu besetzen. Ich gehe mal davon aus, dass er weiter hier angreift. Und hoffe mal drauf, dass er wird sie nicht töten können. Und dass wir dann reinmarschieren können in der nächsten Runde. So, können wir hier noch eine griechische Einheit irgendwie töten? Mit den Vandalen vielleicht? Ja, können wir. Unseren geschenkten Arbeiter, wo ich immer noch nicht begriffen habe, wie man die Arbeiter bekommt, ziehen wir mal raus. Könnten es auch mit der eigenen Einheit machen. Ja, machen wir mit der eigenen Einheit, glaube ich. Kriegen wir vielleicht einen Event. Kriegen wir nicht. Okay. Der Rest zieht sich zurück. Bleibt aber bei den Griechen stehen erstmal. So. In Siskia ist ein Steinhauer abgeschlossen. Und er soll bitte den Bergarbeiter nachschieben. Dieser Arbeiter hat die Silbermine fertiggestellt. Und könnte hier den Hain bauen. Und wir haben vorher in der vorigen Folge gelernt, dass Wein ein Luxusgut ist. Deshalb machen wir das jetzt hier. Und wir müssen auch dran denken, hier diese Pferde zu bauen. So, den Elefanten stellen wir mal in Siskia ab. Warum ist denn der... Könnte er sich denn heilen? Warum hat er denn Schaden? Interessant. Der soll da bitte schlafen. So, gehen wir mal die Arbeiter hier alle durch.
Ihr wollt mal Steinbrüche bauen? Nein, Minen? Ja, das machen wir auch. So, den Siedler mal vorschieben. So, hier sind jetzt drei Steinbrüche fertig. Hier ist ein, ach, das haben wir schon gebaut. Ja, okay. Ein Pferd. Ich dachte... Genau, da ist die Viehweide schon da. Ein Odeon. Baumspeicher. Garnison. Sägewerk. Ah, hier haben wir schon zwei Sägewerke, ne? Also macht da das Sägewerk eigentlich Sinn. Gut, damit ist der Zug durch und dann schauen wir mal, was Alexander sagt. Okay, greifen die andere Einheit an. Aha, einen Angriff darauf machen sie aber doch. Ah. Treffen in Freundschaft. Boten aus Assyrien haben unsere Kundschafter herzlich begrüßt und zu einer ungezwungenen Zusammenkunft eingeladen. Sie scheinen froh, mit uns Kontakt aufnehmen zu können. Und da im Hintergrund laufen weitere Angriffe. Hallo? Es scheint, dass Griechenland abgelehnt hat. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, was wer alles gestorben ist. Meine Güte, so viel. Okay, jetzt aber. Uns erreicht Kunde aus Assyrien. König Assurbanipal, der Kühne von Assyrien, hat abgedankt. Ein neues Oberhaupt, Königin Kidiniti, die neue von Assyrien, hat den Thron bestiegen. Euch gegenüber misstrauisch. Okay. So, jetzt haben wir einen kostenlosen Streitwagen bekommen. Und jetzt machen wir die Militärübung. Haben wir gesagt, das führt zu den Kompositbögen. So. Jetzt haben wir erstmal das Event mit den Assyrern. Wir haben Assyrien das erste Mal kontaktiert jetzt. Okay. Wir würden 700 Gold investieren für 40 Ansehen. Nee, ist mir zu viel. Andererseits... ja gut, wir wissen nicht genau, wo sie sind, ne? Hier ist Hatti. Das ist Babylonien. Ich hatte überlegt, ob sie vielleicht ein Bündnispartner gegen Griechenland sein könnten, aber... Da ist ja noch Hatti dazwischen. Nee, dann eher nicht. Dann machen wir einen ganz normalen Waffenstillstand. So, Besuch bei Kidiniti. Da König Assurbanipal, der Kühne, abgedankt hat, ist Königin Kidiniti zum Oberhaupt Assyriens aufgestiegen. Als das aufgeregte Flüstern der Anwesenden verstummt, erläutert euch die Botin den eigentlichen Grund ihres Erscheinens. Kidiniti lädt euch zu einer diplomatischen Reise nach Assyrien ein, um euch das Land der neuen Herrscherin zu zeigen. Wie werdet ihr diese Gelegenheit nutzen? Dann könnten sie ja doch eher irgendwie mal ein paar... Bräuchten mal ein paar Freunde. Das ist übrigens auch, was ich mitgenommen habe. Was ich in einem neuen Durchlauf ganz anders machen würde. Diplomatie. Wir hatten es uns ja mit Karthago, Griechenland und teilweise auch Ägypten verschatzt. Und hatten keine Freunde, die uns irgendwie im Krieg helfen würden. Aber das Problem ist halt, dass Assyrien halt so weit weg ist. Könnten Freunde werden. Dann hätten wir 40 Ansehen. Zwei Legitimität könnte man dafür investieren. Oder spionieren. Dann hat sie aber einen Verdacht in uns. Was sie in uns verliebt.
Wir würden aber 190 Forschung bekommen. Würde denn König Postumus das tun? Er ist ein Stratege. Er denkt also strategisch, okay. Er ist streng. Er ist Schildträger. Er ist treu und verbittert. Verbittert hatte irgendwas mit zu tun mit dem Tod von seinem Vater. Aber er ist treu. Nee, wenn er treu ist, dann würde er, glaube ich, eine Liebe so nicht abweisen. Wir machen uns mal einen Freund. So, ich glaube, wir können dieses Feld besetzen. 5 und 5. Ja, das reicht. Nach eurer jüngsten Eroberung der Gallia kommt Oligarchin Scribonia überschwänglich mit einem Wunsch auf euch zu. Die Macht unseres Volkes wächst von Tag zu Tag, mein Herr. Die besten Künstler und Poeten von Capua wollen unseren jüngsten Sieg über die Gallier feiern. Lasst uns zu diesem Anlass ein großes Fest veranstalten. Benötigt Epik und wir bekommen Legitimität. Ich glaube, wir kriegen das jetzt, weil wir die Gallier ausgeschaltet haben. Das war, glaube ich, ihre letzte Siedlung. Ein guter Tag für Rom, lasst uns diesen Anlass feiern. Wir würden 60 Unzufriedenheit verlieren in Capua. Und Capua würde auch noch Fest bekommen. Und ist dann das dann Fest bauen dann oder was? Verstehe ich nicht ganz. Ich bedanke mich für eure Glückwünsche, doch Rom muss sich jetzt auf Wichtigeres konzentrieren. Das würde uns 20 Ansehen bei den Fabiern kosten. Und König Postumus würde eine Disziplin kriegen. Das klingt doof. Weil König Postumus kriegerisch ist, könnten wir aber auch machen, ihr denkt zu abstrakt. Wir werden unseren Triumph mit Schwert und Speer feiern. Müsst mal 300 Gold investieren. Capua erhält Gladiatoren. Minus Unzufriedenheit und 2 Ausbildungen, aber auch minus 2 Kultur. Ah ne, die Formulierung ist wieder doof. König Postumus würde kriegerisch werden. Nee, benötigt König Postumus ist kriegerisch. Ach, und kriegerisch heißt es entweder Held, Befehlshaber, Stratege oder Fanatiker. Okay. Das ist minus 2 Kultur in Capua. Das ist doof irgendwie. Ich glaube, ich mache das erste hier. Wie viel Unzufriedenheit haben wir denn in Capua? Stufe 4. Ah. Ja, dann lass uns das doch machen. Okay, da ist gerade ein Schleuderer fertig geworden und die würden dann tatsächlich dann auch dann Fest anfangen. Und ein Fest würde 6 Runden gehen, 40. Ah gut, das bringt natürlich kaum noch was. Aber wir würden ja auch nochmal zusätzlich Unzufriedenheit verlieren, genau. Wir würden 100 Unzufriedenheit verlieren und in der gleichen Zeit kriegen wir 45 dazu. Und das tauschen wir gegen 600 Gold. Ja, dann machen wir das. Okay, auf das Waffenstillstandsangebot hat Griechenland aber noch nicht reagiert. Okay, aber wir haben zumindest mal jetzt hier dieses Feld besetzt und Karthago aufbieten kann, ist natürlich schon beeindruckend. So. Hier unten gab es jetzt ein paar Angriffe. Ich glaube, eine Vandaleneinheit ist gestorben. Könnten den Streitwagen töten.
Unser Schiff ist hinüber. Also mit dem Schiff habe ich mich ja jetzt hier völlig blamiert, muss man mal sagen. Am Anfang habe ich ja nur zwei Schiffe gesehen. Da dachte ich, ja, zwei, drei Schiffe reichen. Jetzt sind es jetzt hier vier Schiffe geworden. Hatten eins, glaube ich, getötet. Also hatten da fünf Schiffe gehabt und hat dann drei unsere getötet. Peinlich, peinlich, peinlich. Killen wir jetzt noch ein paar Einheiten? Ja, würde ich sagen, oder? Warum macht ihr denn keinen Schaden? Okay, nehmen wir den. Okay, wenn es das jetzt den Tribut gekostet hat, dann haben wir halt Pech gehabt. So, Ravenna ist Steinhauer fertig geworden. Und baut als nächstes den Akolytenlehrling. Capua. Ach, das Fest kriegen wir zusätzlich dazu. Zusätzlich zu dem, was wir hier bauen. Ah, das ist auch interessant. Ich sehe gerade, wir haben den ersten Wein, der handelbar ist. Und Capua hat 9 Unzufriedenheit plus. Ich glaube, ich würde das da gerne hier hinschicken. Ja. Und dann hat Capua nur noch 6 Unzufriedenheit pro Runde. Immerhin. Noch weitere untätige Städte. Wir haben jetzt hier den Gärtner. Deshalb haben wir das Luxusgut bekommen. Und ich hätte gerne einen neuen Akolytenältesten. Dann haben wir im Mediolanum einen Schleuderer fertig bekommen und ich hätte gerne einen weiteren Gärtner. Und den Capua haben wir uns immer noch nicht entschieden, was wir bauen. Dichterlehrling, Holzfäller. Wir nehmen Dichterlehrling, der in 4 Runden fertig ist. So, untätige Militäreinheiten. Der ist Hochländer. Ja, der könnte ja mal sich zumindest mal so aufstellen, dass er jetzt hier nochmal schießt auf Pella. Er schießt auch nochmal. Und ihm geben wir auch nochmal Almarsch. Dann können wir nochmal schießen. So, der Schleuderer nochmal ran. Mal gucken, was Griechenland reagiert auf unsere Angriffe, obwohl wir ein Waffenstillstandsangebot gemacht haben. Okay, einen Befehl haben wir noch. Den Arbeiter können wir ein Stück bewegen. Okay. Nächste Runde bitte. Okay, die Schiffe werden zurückgezogen.
greift uns an. Er hat tatsächlich zugesagt. Die Griechen gehen mit dieser Niederlage äußerst ehrenhaft um. Unser Volk sollte sich daran ein Beispiel nehmen. Ja, jetzt schickt er wieder nur Gold. Warum kann er nicht Befehle schicken? Ich musste vorhin Befehle schicken. Die Frage. Ich weiß, ich schwanke hin und her. Na, eindeutige Strategie fehlt mir hier noch. Aber jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Einheiten, die angreifen. Ne, sogar mehr. Und alles, alles Nahkämpfer hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nahkampffelder und wir hätten einen Schleuderer. So, also 2, der hier könnte bestimmt auch noch ran. Genau, der kommt auch noch ran. So. Der steht auf dem Stadtgebiet, das ist schon mal gut. Ja, wir greifen jetzt hier weiterhin an. Der macht das von da aus. Der von da aus. Boah, in einer Runde hier die Hälfte runterbekommen. Haben sie jetzt. Ich habe nicht geguckt, ob Pella komplett vollgeheilt war. Hätten ja auch letzte Runde schon angegriffen. Aber jetzt sieht es dann auch aus, als wenn wir das nächste Runde schaffen würden. Oder in 2 Runden. Jetzt werde ich gierig. Wir haben sogar noch Befehle für unsere Arbeiter übrig und wir haben hier sogar Befehle, um jetzt direkt die Siedlung bauen zu können. Also jetzt brauchen wir noch einen Almosch. Und wir müssten es dem Fabian geben, ne? Weil das hat man hier den Claudian gegeben, genau. Und damit hätten jetzt alle Familien wieder die gleiche Anzahl an Städten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt Karthago verärgert haben vielleicht. Wie sieht es denn hier aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben fast keine Modifikatoren bei der Meinung von Karthago. Wir haben halt plus 165 durch unsere Botschafterin. Die wird aber irgendwann sterben. Dann haben wir plus 2 aus Währen der Frieden. Minus 40 halt, weil wir sehr nah sind. Okay. Also mal gucken. Ja, dann lehnen wir hier den Waffenstillstand ab. 89 Gold, das ist ja eigentlich nichts. Nein. Die restlichen Befehle werden wir mal noch nutzen und jetzt hier die zwei den Streitwagen und den Elefanten vorzuziehen. Und dieser Arbeiter könnte erstmal auf eigenes Gebiet gehen. Ja. So, in Siskia. Ja, Siskia. Da ist ein Bergarbeiter fertig geworden. Der Sitz ist in der Mine drin und das zeigt uns, Silber ist kein Luxusgut. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, aber okay. So, dann hätte ich ja gerne eine Mauer. Burdigala haben wir gerade gegründet. Das ist wohl das heutige Bordeaux, würde ich sagen. Da bauen wir wie üblich einen Arbeiter.
Und dann ist ein Tarentum noch was fertig geworden. Ein Schleuderer. Und warum können wir jetzt hier keinen Streitwagen bauen? Wir haben doch hier Pferde. Nein, wir haben das nicht ausgebaut. Das ist dumm. Und da auch nicht, oder? Ja. Das ist nur die empfohlene Viehweide. Ja, dann muss der arbeitet auf jeden Fall schon mal dahin. So, Aguilera ist der Holzfäller fertig. Wir können noch einen Bauer bauen, okay. Ja, Tarentum. Ja, es sind ja 3 Schiffe zerstört worden. Wir müssen die auf natürlich nachbauen. Und dann Pest für die Befreiten Event. Zur Befreiung der Bewohner von Pella wird ein Fest abgehalten. Diese Bewohner beginnen nun ihr neues Leben unter der Herrschaft von Rom. Unter den Befreiten ist Rhea die Intrigantin, die sofort eure Aufmerksamkeit erregt. Sie ist ungewöhnlich schön und äußerst intelligent. Zumindest berichten das die Beamten, die in eurem Namen die befreite Stadt verwalten sollen. Hä? Habe ich was verpasst? Ihr verspürt eine plötzliche Begierde nach ihr. Warum ist denn Pellas doch noch nicht befreit? Pella ist immer noch Griechenland. Ja, irgendwie die Eventtexte sind häufig, also man merkt es immer häufiger, dass die nicht so ganz passend sind. Also natürlich könnte es jetzt sein, wir belagern die gerade, wir haben vielleicht schon ein paar Stadtteile besetzt oder irgendwelche Vorstädte und dann haben dann ein paar Bewohner befreit, die da gefangen genommen wurden, ja. Aber so richtig passt das Event noch nicht, erst wenn ich dann tatsächlich besetzt hätte. Hm. So, egal. Rhea, die Intrigantin, ist 18, wagemutig und bisexuell. Aha. Das hat das irgendeine Auswirkung? Hm. Wir sollten sie an den Hof bringen, dann wird sie Hofministerin. Oder ich will sie ganz allein. Wir sind verheiratet und wir haben eben eine Freundin in Assyrien bekommen. Was? Ich bin doch verheiratet. Genau, ich bin mit Reshetra verheiratet. Und wenn ich sie hier, das hier auswähle, dann würde ich mich nochmal vermählen? Nein. Nee, ich würde sagen, dann kriegen wir sie als Hofministerin. Rhea wird am Hof aufgenommen. Eine neue Hofministerin hat sich dem Hof angeschlossen. Ihre Begabung für Staatsangelegenheiten werden helfen, die Entwicklung von Rom voranzutreiben. Herzlich willkommen. So, dann schauen wir mal, ob wir die Pella nächste Runde erobern können. Das wäre ja mal ein Erfolg. Die Nation Assyrien wurde vernichtet. Wir haben sie gerade erst eine Freundin in Assyrien bekommen. Wäre noch interessant zu wissen, wer sie vernichtet hat. Und wir haben Militärübungen entdeckt. So, leider haben wir dann nicht die Forschung für die Kompositbogenschützen oder die Bogenschützen. Hier, die Kriegsmaschine ist natürlich, wäre toll. Aber wir nehmen erstmal hier diese schnelle Forschung Metaphysik. Könnte man eine Staatsreligion machen, Archiv bauen für Forschung. Sind 3 Runden fertig. So, dann schauen wir mal. Jetzt hat er natürlich hier wieder eine Einheit reingezogen. Aber
wir werden da jetzt angreifen. Ja, und dadurch, dass die Einheit drin ist, reicht es natürlich nicht. Jetzt hat er noch 5 Punkte. Der Keulenwerfer kann auch noch angreifen. Okay. Dann hat er 4. Na gut. Dann ist es aber auf jeden Fall nächste Runde der Fall. Außer es schauen jetzt hier noch urplötzlich 3 bis 5 Einheiten. Gut. Dann haben wir hier noch ein paar Events. Kampfausbildung. Eure Gemahlin hat bei einfachen Waffenübungen ein gewisses Talent bewiesen. Sollen wir uns die Dienste eines erfahrenen Militärs sichern, um Reschetre im Kampf weiterzubilden? Ein Soldatenveteran als Lehrer anheuern würde 1000 Gold kosten und sie würde 2 Mut bekommen. Ja, 1000 Gold. Das ist die Hälfte, mehr als die Hälfte unserer aktuellen Schatzkammer. Ich würde es eigentlich nicht machen wollen. 2 Mut würde sie über 15 Ausbildung geben und 7% Angriff für die Speerkämpfer. Nee. Und dann noch große Leistungen. Eine Gruppe talentierter Bürgerlicher wurde an den Hof eingeladen, um für hervorragende Leistungen geehrt zu werden. Gegen eine geringe Summe könnten wir einer Person die Chance bieten, in den Adelsstand erhoben zu werden. Wen sollen wir auswählen? Den Hauptmann der Infanterie? 1600 Gold. Oh. Wird er uns einen Hofsoldat oder einen Hofhändler bringen? Oder 20 Erfahrung für Postumus? Nee. Ich nehme jetzt 20 Erfahrung. So, jetzt haben wir hier die Befehle en masse. Ich würde erstmal. Hier haben wir ein Schiff und da unten haben wir ein Schiff. Das sind unsere. Wir haben 3 Schiffe gerade. Okay. Die haben sich von selbst geheilt. Hatte ich die selbst voll geheilt? Naja, okay. Hier ist ein Arbeiter entstanden, letzte Runde. Und ich hätte gerne den Hain. Sirmium ist jetzt auch ein Arbeiter da. Und ich hätte gerne diesen Weihrauch. Hier der Arbeiter wird die Pferde anschließen. Das fällt mir ein. Der Arbeiter hier soll bitte diese Pferde anschließen. Das ist auch dann eine etwas, was ich gelernt habe, eine Lehre für die nächste Runde. Unbedingt daran denken, die Viehweide auszubauen für die berittenen Einheiten. Dann haben wir hier, könnten wir eine Kaserne bauen. Eine Garnison, ein Odeon. Erstmal hier das Sägewerk, dann haben wir hier die 3 Sägewerke im Dreieck. Die Pferde sind angeschlossen. Der Arbeiter steht rum. Könnte hier hinten, glaube ich, Minen bauen. Ja. Machen wir bitte. Der Arbeiter macht auch eine Mine. So, wir sind mal wieder bei diesem Arbeiter. Ach, da hinten fehlt das Sägewerk noch. Na, dann machen wir das Sägewerk. So, dann haben wir da 3 Sägewerke. Schleudere noch mit
abziehen soll, aber machen wir mal. Hier der Streitwagen. Hier der Kriegselefant. Der bewegt sich sogar langsamer über die Karte. Das ist ja witzig. Und das ist ein Streitwagen, genau. Und der hat dann aber nicht mehr genug Befehle. So. Dann Produktion in Sirmium. Da war der Arbeiter jetzt durch. Ich hätte gerne, glaube ich, noch einen Arbeiter da. Oder machen wir eine Mauer? Oder eine Schatzkammer? Wir machen eine Schatzkammer. Syrakus hat eine Bireme fertig. Und da unten hätte ich gerne einen Arbeiter. Da fehlt mir, hier unten fehlen mir sowieso Arbeiter. Region hat einen Meisterdichter. Und da soll dann bitte die nächste Ausbildung machen. Soll dann zum Ältesten werden. Und wir sind mit dem Zug durch. Und die Folge ist schon ziemlich lang, weil ich unbedingt noch jetzt am Ende der Aufnahmesession Pella erobern möchte. Und das möchte ich gerne noch sehen. Für euch wird es dann nur, ihr müsst dann nur bis zur nächsten Folge warten. Für mich ist dann eine längere Pause. Okay, der Barbar immer noch. Die Vandalen greifen automatisch hier noch einen griechischen Kundschafter an. Gemahlin des Prinzen Tullia, unser angeheiratetes Familienmitglied, ist konvertiert und hat das römische Heidentum angenommen. Vertraute aufbauen. Ein Bote aus Ägypten kommt an. Eure Taten überzeugten uns davon, euren guten Absichten zu trauen. Lasst uns dieses Vertrauen ausbauen. Wir sollten Frieden schließen. Wie antworten wir? Ja, würde ich gerne machen. Könnten auch noch zusätzlich 40 Ansehen bekommen für 800 Gold, aber nee. Ja. So, und der Statthalter Markus soll befördert werden. Das ist der Statthalter von Capua. So, wenn er Pfadfinder wird, wird ein Lager und Netze 100% Ertrag bekommen. Netze gibt es, glaube ich, einige in Capua. Oder er bekommt streng. Dadurch bekommen neue Infanterieeinheiten 100 Erfahrung oder wird Weisheit und wir würden Forschung kriegen. Ich glaube, ich würde ihn streng geben. Oder? So viele Einheiten würden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr bauen. Na gut, gegen Karthago. Karthago hat super viele Einheiten. Ja, dann machen wir streng. So, und dann schauen wir mal, ob jetzt Pella endlich fällt. Duell auf dem Schlachtfeld nochmal. Schon wieder. Kunde von der Schlacht erreicht Rom noch vor Ende der Woche. Berichten zufolge war es ein nie dagewesener Kampf zwischen taktischen Genies. Generalin Reschitra, das ist unsere Frau, entschied den Kampf für sich mit einem letzten Manöver, bei dem ihre Truppen einen Rückzug vortäuschten, aber in einer Formation, die es ihnen erlaubte, in Sekunden wieder angriffsbereit zu sein. Der Feind stürmte nach vorn und die Einheiten der Römer stellten sich wieder auf, um ihn dann zu dezimieren. Der Schleuderer in Impella stirbt. Ach, interessant. Die Intelligenz von Reschetre loben. Dadurch beeinflussen wir sie. Oder die Disziplin ihrer Streitkräfte loben. Nee, ich würde sagen, wir loben unsere Frau. Und dann wird sie uns noch mehr mögen, denke ich. Aktuell ist sie misstrauisch mit plus 82. So, das heißt, der Schleuderer Impella ist tot. Hier ist unser Axtkämpfer, glaube ich, aber auch gestorben während dem Angriff von Griechenland. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt hier, Pella einzunehmen. Neue Rekruten. Während unsere Soldaten Teile von Pella sichern, stellen sie fest, dass die Kerker Griechenlands voller ausländischer Gefangener sind. Als sie befreit werden, bieten viele dieser Gefangenen an, die Streitkräfte an der Front zu unterstützen. Sollen sich diese Gefangenen unseren Militärringen anschließen oder gewähren wir ihnen Asyl in Tarentum?
die bewaffnen und in die Schlacht schicken. Dadurch würden wir einen Axtkämpfer bekommen, aber auch 190 Eisen bezahlen oder sie als Bürger ansiedeln. Nee, wir wollen den Axtkämpfer bitte haben. Aber das war immer noch nicht das Letzte. Okay. Haben hier aber noch einen. Und jetzt haben wir Pelaber erobert. Yes! Ach nee, ach, das habe ich gelesen. Ach. Pella ist jetzt nicht mehr griechisch, aber jetzt müssen wir es noch erobern. Und das dauert jetzt hier 4 Runden lang. Ah ja. Es dauert 4 weitere Halbjahre, bis Rom Pella erobert. Eine militärische Einheit muss in der Stadt bleiben. Okay. Und diesen Schleuderer haben wir gekonnt ignoriert. Können wir da hier noch einen Angriff machen? Mit dem hier, ja. Ich glaube aber, alle anderen haben angegriffen. Und wir haben hier noch einen Arbeiter bekommen, mal wieder. Ach, der Elefant. Mit dem Elefant habe ich hier sogar angegriffen. Interessant. Jetzt haben wir hier noch einen Streitwagen. Mit dem würden wir nur mit Eilmarsch zu dem Schleuderer kommen. Dem könnte man 9 Schaden noch zufügen. Oder wir könnten uns hier um diesen Ding kümmern. Hat der schon angegriffen, der Keulenwerfer? Nein. Nee, dann mach mal den Streitwagen und machen wir eben Einmarsch. Und machen dann nochmal 9 Schaden. Gut. Damit haben wir dann das Ende dieser extra langen Folge erreicht. Für mich ist jetzt, wie gesagt, erstmal eine längere Pause. Und die Stimme ist dann auch zu Ende für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, was dann morgen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und macht's gut. Tschüss.